Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil von Harry hilft und wir bleiben in Kreuzberg, sind jetzt gefahren in die Katzbachstraße und hier befindet sich die Bäckerei Haferstich und deren Chef, der Herr Schönheit, findet partout keinen Lehrling, der sich für das Bäckerei- und Konditorenhandwerk interessiert und das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Wir wollen helfen, einen Lehrling für die Bäckerei Haferstich zu finden. In der Bäckerei von Peter Schönheit sieht es eigentlich aus wie bei jedem anderen Bäcker. Brot, Brötchen, diverse Kuchen. Doch fällt Ihnen etwas auf? Richtig, Bäcker Schönheit steht allein in der Backstube. Seit Monaten findet er keinen Azubi oder eine Azubine. Es ist zum Haare raufen. Einen Tag in der Woche muss er sogar sein Geschäft schließen, weil er es einfach sonst nicht mehr schafft. Gerade mal er und eine Verkäuferin schmeißen den Laden in Kreuzberg. Zerteilen kann er sich nicht. Doch Peter Schönheit ist nicht der einzige Meister mit diesen Sorgen. Immer mehr Handwerksbetriebe finden keinen entsprechenden Nachwuchs. Dann bei den Bäckern ist es besonders schlimm. Große Sorge bereitet den Innungen die steigende Zahl der Abiturienten und das bei sinkenden Schülerzahlen. Ja, und auch das Jugendschutzgesetz steht vielen Bäckern in Sachen Ausbildung im Wege. Dazu später mehr, wenn wir mit dem Chef der Berliner Bäckerinnung sprechen. Zurück zu Peter Schönheit und der Bäckerei Haferstich. Seine große Sorge ist, junge Leute interessieren sich nicht mehr für den Beruf des Bäckers und Konditors. Dabei bietet gerade der Trend zu mehr natürlichen Lebensmitteln und wissbegierigen Verbrauchern, die wissen wollen, wie etwas entsteht, beste Berufsaussichten für einen Bäcker-Azubi oder eben eine Azubine. Wir wollen heute helfen, Ihnen den Beruf schmackhaft zu machen. Dann vielleicht schaut ja die ein oder andere Mama oder Oma diese Sendung und weiß, was für den Nachwuchs gut ist. Harry hilft bei der Lehrlingssuche. Ja, und jetzt wollen wir sprechen mit dem Bäcker, Herr Schönheit. Hallo erstmal. Und warum finden Sie partout keinen Lehrling? Kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich kriege Vorschläge vom Arbeitsamt, also jede Menge, aber keine Resonanz, das heißt, sie rufen nicht an oder schicken Unterlagen zu. Es sind immer meistens spontan, die dann mal so Unterlagen zuschicken. Und bei einem Telefongespräch stellt sich dann heraus, dass es nichts, also kein Interesse ist, entweder zu weit weg wohnen oder es fängt zu früh an, weil sie noch keine richtigen Vorstellungen haben von diesem Beruf. Und ja, und die dann kommen, die müssen dann machen da so einen kleinen Probe, so Schnuppertag nenne ich das immer, damit sie mal kennenlernen. Und die meistens winken dann halt ab, dieses frühe Aufstehen und warm und allen drum und dran. Und spätestens, wenn sie dann so 3 Tage mal mitgemacht haben, also so ein Probearbeiten haben, so ein Kennenlernen-Arbeiten auch, sind die meisten geben dann auf. Was muss ich denn an Qualifikationen eigentlich mitbringen? Das frühe Aufstehen haben Sie ja gerade eben schon angesprochen, haben wir ja alle irgendwie so im Kopf, oh Gott, früh aufstehen, weil klar, die Leute wollen früh ihre frischen Brötchen haben. Ja. Ist das immer noch so? Was sind so die Qualifikationen? Sind es nur Brötchen, die Sie machen? Weil Sie haben ja auch einen Ofen, wo Sie auch Kuchen backen. Die gesamte Ausbildung ist alles drin. Das sind von Torten, alles Mögliche. Ist also wirklich die breite Palette, die man auch in den meisten Bäckereien dann sehen kann. Zurzeit haben wir das hier weniger, weil ich dann eben auch einen Fachmann suche. Das ist auch das Problem, also einen Gesellen richtig guten. Und da laufen auch zu wenig rum, weil die dann eben halt ja, nicht gut genug sind, also nicht die Ahnung haben von diesem Metier und im handwerklichen Bereich. Und das ist bei den Azubis, die sind voll in der gesamten Breite, werden die ausgebildet, auch durch die Innung überbetriebliche Ausbildung, was ich jetzt selber nicht leisten könnte eventuell. Und das ist schon ziemlich breit. Und was muss ich denn mitbringen? Nur früh aufstehen können, oder? Ja, das Durchhalten ist das Wichtigste von allen. Nur der Wille, ne, das reicht eigentlich in der Regel, denn das Theoretische, also wenn man Grundrechnungsarten nicht beherrscht, dann hat man nirgendwo eine Chance. Also dieses Einmaleins gehört natürlich zu, ist klar, dann Prozentrechnung und Dreisatzbrüche. Und das sind die Minimalvoraussetzungen, die man haben muss. Und wenn man die nicht hat, dann braucht man sich auch nicht irgendwo, ist egal, in welchen Job bewerben. Das war es dann halt auch. Ja. Und wenn man das dann mitbringt und den nötigen Fleiß, dann kann man das dann dementsprechend auch bestehen. Auch diese theoretischen Anforderungen sind natürlich dann auch hoch in der Schule. Bloß die sind zu schaffen. Man muss dann eben halt diesen Sitzwillen haben, notfalls ein bisschen mehr zu lernen oder länger zu lernen, wenn man es nicht verstanden hat. Nicht? Und die Unterstützung hat man hier durch einen Ausbildungsbetrieb, der, also wie ich, dann ihm helfen kann und ihnen erklären kann, warum das so ist. Das ist ja dieses duale Ausbildungssystem, das macht es ja so schön, dass die Theorie in die Praxis gleich umgesetzt werden kann. Ne? Also das, was in der Schule gelernt wird, das kann man hier dann praktisch in der Praxis umsetzen. Was macht denn den Bäckerberuf heute doch so attraktiv? Wir alle wollen ja frische Brötchen haben. Mhm. Was ist Ihr Argument zu sagen, Leute, geht in die Fachbäckerei, dort ist Handwerk, dort hat Handwerk noch goldenen Boden sozusagen? Ja, nee, das ist ganz einfach. Das ist, man macht seinen eigenen Geschmack. Nicht? Also es ist, man kreiert alles selbst. Ne? Die Rezepturen und auch diese
wie man das backt, die Form, ganz allein durch diese Formgebung der Brötchen, da verändert man den Geschmack. Nicht? Das ist die Oberfläche halt, das ist der Geschmack. Wie bei Menschen, der in der Gänsehaut hat, das ist das Dreifache von Haut. Und so muss man sich das beim Brötchen, das man verändert, einen Schnitt reinmacht, das nennt man Sollbruchstellen zum Beispiel, da sollen die aufplatzen. Und das kann man dann, wenn man es weiß, ja, das ist ja das Grundwissen, dieses Wissen eines Bäckers, eines Fachmanns. Und das lernt man, das soll man dann lernen. Ja, und da kann man eben mal halt kreativ sich gestalten. Dann kann man sagen, okay, ich mache hier mal so eine Roggenmischbrot und speziell krustig. Und dann weiß man auch, wie man es machen soll. Und das macht die ganze Sache interessant, auch die, was die Vorgänge betrifft, ne, was da passiert alles. Ne. Und in dem Mehl, das muss man auch wissen, da sind Enzyme drin und so weiter und so weiter, und was die bewirken. Und das macht das Kreative dann aus. Ne? Also wenn einer da wirklich sich reingehen kann, richtig reinsteigern kann, dann kann er richtig kreativ sein. Er kann auch alles erklären, warum meinetwegen etwas so schlecht aus dem Ofen kommt oder weil die Schrippe nicht so schön aussieht. Das ist dann einfach, ne, die Analyse, sagt er, nee, da war zu lange geknetet oder zu feucht oder wie auch immer gewesen. Ja? Oder das ist vielleicht auch die ehrlichere Art der Ernährung. Wir alle achten ja immer mehr, ja, auf was ist drin, was wir kaufen. Das heißt, kann man wirklich bei der Bäckerei um die Ecke, bei Ihnen auch, ja, kann man da sicher sein, da sind keine Zusätze drin, die einem vielleicht nicht gut tun. Das ist es, nicht? Das ist es. Wir machen Natursauerteig. Man ist allergisch. Ja, ja, gut. Aber da muss ein Fachbetrieb auch Auskunft geben können, nicht? Also wenn einer kommt und auch Veganer oder irgendwelche, die müssen ja wissen, ist da nur irgendwelche tierischen Eiweiß oder irgendwas mit tierischen drin. Ich finde das ehrlichste überhaupt, nicht? Und die ist natürlich so, die Brot und Brötchen, die sehen nicht jeden Tag gleich aus. Also das ist ein typisches Zeichen für eine Bäckerei, die mit ihrer Hand noch arbeitet. Es sind diese unterschiedlichen Formen. Da hat man auch ein Stück Kuchen, das ist nicht immer genau gerade und das ist ein bisschen schräg vielleicht oder so auch immer. Und ja, ein Brötchen mal größer, mal kleiner und so weiter und so fort. Aber daran erkennen Sie mit Sicherheit, dass es ein Handwerksbetrieb ist. Also der stellt die Sachen noch her. Das werden Sie in großen Betrieben, die also mit Maschinengeräten arbeiten, die werden eingestanzt. Das ist alles genauso groß wie das andere und da passiert auch nichts. Auch die Öfen sind dementsprechend eingenordet. Da sind die ganz hundertprozentig und die kommen dann jeden Tag gleich raus. Frage zum Schluss, wohin kann man sich wenden, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich probiere es einfach mal bei der Bäckerei Schönheit. Kann man hier täglich anrufen? Kann man irgendwie, ja, soll man direkt vorbeikommen oder sagen Sie lieber, nee, nee, erstmal eine Bewerbung ist so das erste Kriterium, wie ich da auftrete. Da, ja, so bin ich letztendlich auch. Erstens ist nicht die Bäckerei Schönheit, sondern Haferstich. Das ist schon mal das Wichtigste von allen. Weil sonst sucht man nämlich in ganz Berlin ja jemanden, der Schönheit heißt. Das habe ich also vermieden, das dran zu schreiben. Weil die Leute vielleicht gedacht hätten, wenn man da ein Brötchen isst, wird man schöner oder so ähnlich. Deswegen auch ein guter Marketing. Ja, vielleicht, ne? Kann auch sein. Also schön bin ich nicht geworden, dann lasse ich es lieber sein. Ja, und deswegen heißt es auch Haferstich. Und ja. Am besten ist nur telefonische Bewerbung. Das ist die sicherste, man kann vieles am Telefon vorab klären und bringt das nicht, wenn ich dann jetzt schon die Unterlagen zugeschickt bekomme und dann Termin mache oder so ähnlich. Ja, das ist einfach am Telefon kann man vieles klären. Dann kann man schon allein der Standort, wo sie herkommen, nicht? Dann entscheidet schon, ob sie dann überhaupt können, weil morgens um 2 fahren die U- und S-Bahn nicht mehr. Dann ist das Alter auch entschieden. Ne? Wenn sie 17 sind zum Beispiel, dann dürfen sie auch nicht um 2 schon anfangen. Das Jugendarbeitsschutzgesetz spricht da an. Und da gibt es viele Dinge, die man dann am Telefon klären kann und sagen kann, das hat überhaupt keinen Sinn. Oder wenn das Interesse dann da ist, wenn das so ziemlich stimmt alles, dann lade ich sie halt ein und dann machen wir ein Vorstellungsgespräch. Und Termine zum Kennenlernen, also ein paar Tage, wo sie dann backen oder verkaufen können halt. Und das selber mal kennenzulernen, um was es dann einzeln geht. Ja, und jetzt wollen wir sprechen mit dem Chef der Bäckerinnung, Hans-Joachim Blauert. Hallo erstmal. Ja, und hallo, wie sehen Sie es denn berlinweit? Warum ist es denn so schwierig, junge Lehrlinge für das Bäckerhandwerk zu begeistern? Also das ist nicht nur Berlin, das ist bundesweit in Brandenburg noch viel dramatischer als in Berlin. Aber wir sind ja sehr beschränkt in der Auswahl. Die jungen Leute, die sich heute bewerben, sind teilweise, wenn sie sich bewerben kommen, noch 15, noch nicht mal 16. Das Jugendarbeitsschutzgesetz sagt aber, vor 6 Uhr darf niemand anfangen, ein Jugendlicher anfangen zu arbeiten. Das heißt also, die könnten dann nur um 6 Uhr anfangen und in den meisten handwerklichen Bäckereien ist um 9 Uhr oder 10 Uhr maximal ist dann schon Schluss. Den Rest der Zeit könnten sie Putzarbeiten lernen. Also folgedessen scheidet das für viele Betriebe aus, die sagen, wir können keinen Schichtbetrieb durchführen, weil wir ein kleiner Betrieb sind. Wir müssen dann also, die große Zahl der Bewerber scheidet für uns aus. Hier ist der Gesetzgeber, denke ich mir, und die Gewerkschaften und auch der Zentralverband gefordert, Ausnahmetatbestände zu schaffen, die es dann irgendwann noch ermöglichen, zumindest ab dem 2. Lehrjahr andere Arbeitszeiten dann zu verwirklichen.
die, die wir dann bekommen, das sind meistens welche, die so ein Selbstfindungsprozess sind, die da schon 19, 20, 21 sind, sich vielleicht immer noch nicht gefunden haben oder dann doch mal hängen bleiben. Das ist dann, sag ich mal, diese unvermittelten Jugendlichen, die wir schon seit Jahren vor uns herschieben, die schwierige Klientel, die wir aber auch sehr oft nehmen und gerne nehmen, weil wir haben auch Erfolge zu erzeichnen. Gab es denn schon Gespräche mit Gewerkschaften, mit dem Gesetzgeber? Weil ich kann mir vorstellen, die Problematik gibt es halt nicht erst seit gestern. Und Sie müssen ja gucken, wirklich, dass das Handwerk nicht ausstirbt. Na, ich denke, es wird jetzt dramatischer, weil in Berlin die Schulabgänger jünger werden. Gerade in Berlin ist das ein großes Problem. Hinzu kommt also die demografische Entwicklung, sagt, dass der Nachwuchs, den wir jetzt ausbilden, nicht ausreicht, um den Fachkräftebedarf zu decken. Und hier ist dringend Handlungsbedarf angesagt. Unabhängig von diesen gesetzlichen Regelungen, die natürlich notwendig sind, was sind denn so die Top-Punkte, wo Sie sagen, junge Leute, bewerbt euch trotzdem, dieses Handwerk hat Zukunft, weil ihr könnt euch in dem und dem Bereich super ausprobieren. Stichwort Konditorei, da kann man ja super Torten machen, Kuchen kreieren etc. Also das Bäckerhandwerk ist ein tolles Handwerk. Wenn man den Ofen aufmacht und der Duft vom frischen Brot strömt einem entgegen und die Brötchen, man kann doch selber kreieren, man kann eigene Rezepte entwickeln. Und ich denke einfach, Koch ist ein sehr schwerer Beruf, eigentlich schwerer als Bäcker. Und am Wochenende und feiertags müssen die noch mehr arbeiten als die Bäcker. Aber der ist ein Modeberuf. Viele, viele Fernsehshows, jeder kocht und macht. Mit dem Backen ist es nicht ganz so, aber die Konditoren, die kommen schon langsam in diesen Ruf, also wie die Köche sind. Und da gibt es also genügend Bewerber, auch viele Abiturienten, die sich als Konditor bewerben und sich mal selbstständig zu machen, aber auch in der Hotellerie zu arbeiten oder auf einem Luxusliner oder wie auch immer. Aber hier müssen die Bäcker noch mehr an ihrem Image feiern, denn der Bäcker steht dem des Konditors oder des Kochs überhaupt nicht hinterher. Das ist aber in der Öffentlichkeit nur noch nicht so wahrgenommen worden. Und man kann sich verselbstständigen, einen kleinen Handwerksbetrieb aufmachen, aber man kann natürlich auch als Meister in Großbetriebe arbeiten. Und man kann ins Ausland gehen. Ein deutscher Bäcker ist im Ausland also sehr gerne gesehen und wird überall im Ausland genommen. Aber auch selbst in den Hotels nehmen die manchmal lieber einen Bäcker als einen Konditor, weil sie mit dem Frühstücksgeschäft ja auch Probleme haben und die Konditorenausbildung oftmals da nicht so ist, dass sie also vernünftig backen können. Aber am besten ist das, wenn man beides kann. Und das macht dann den Sinn. Sucht ja nicht nur Herr Schönheit einen Lehrling, sondern viele andere Handwerksbetriebe ja auch im Bäckergewerbe. Wohin kann man sich wenden? Kann man sich auch zwischen den Ausbildungsintervallen an die Innung beispielsweise wenden, um zu sagen, ich interessiere mich für diesen Ausbildungsberuf, ich will den Schritt wagen? Natürlich, es gibt eine Berufswerbungskampagne des Zentralverbandes, aber auch bei der Handwerkskammer Berlin gibt es eine App. Da kann man also mit dem iPhone oder Smartphone kann man durchgehen und kann sehen, wo jemand gesucht, wo hier wird ein Bäckerlehrling gesucht, hier wird ein Verkäuferlehrling gesucht. Das ist also eine tolle Sache. Wir haben festgestellt, die Betriebe, die also einen aktiven Internetauftritt haben, werden auch oft nachgefragt. Darüber kommt heute, man muss sich den Leben der jungen Leute anpassen. Also diese mediale Werbung ist wahrscheinlich besser als vielleicht ein Schild im Laden anzumachen oder eine Zeitungsannonce zu schalten. Und das ist die Zukunft und hier wird doch einiges passieren. Denn wir werden noch bei den Verkäuferinnen werden wir große Probleme bekommen. Es sind viele Betriebe, die genauso dringend Fachverkäuferinnen, Auszubildende suchen wie auch Bäcker. Na gut, Herr Blauert, ich hoffe, dass wir mit dieser Sendung heute ein bisschen helfen konnten, um Ihren Nachwuchs für das Bäckerhandwerk zu gewinnen. Und natürlich, falls Sie sich generell für die Lehrstelle bei Herrn Schönheit interessieren, aber auch für alle anderen schönen Lehrstellen sozusagen, nähere Infos erhalten Sie auch unter www.tvb.de. Vielen Dank, Herr Blauert. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen erst einmal ein schönes Wochenende. Lassen Sie sich das ein oder andere Sonntagsbrötchen schmecken und denken Sie dran, gehen Sie in die Bäckerei bei sich um die Ecke. Sie unterstützen damit das Handwerk. Bis dahin, machen Sie es gut. Vielen Dank.